Glück auf, ihr Lieben. Ja, willkommen zurück. Heute erforschen wir weiter die Geheimnisse der flachen Erde und ihre Verbindung zum Mond und natürlich die Übersetzung der Bücher von Vibes of Cosmos. Ja, Thema heute: Dämpfe, unterirdische Zyklen und was unter dem Atem der Erde zu verstehen ist. Ah, wieder mal ein faszinierendes Puzzlestück unseres Planeten. Seid gespannt, viel Spaß. Los geht's. Trockene und feuchte Dämpfe. In der unteren Region des sublunaren Ortes in der Homosphäre, wo alle Bestandteile der Luft homogen gemischt sind, ist die Luft feucht und kalt. Sie unterhält eine untrennbare Beziehung zu dem Element Wasser, da hier alle Wetterphänomene stattfinden. Die Luft in der Troposphäre enthält einen Prozentsatz an trockener und feuchter Verdunstung. Der uns vertraute Luftdruck aus den Wetterberichten wird in dieser Schicht durch die obere Schicht der Ionosphäre definiert, die ihn gelegentlich leicht oder auch stärker komprimiert. Im oberen Teil der Heterosphäre, wo die Edelgase mit atomaren Sauerstoff und Wasserstoff je nach Dichte gestapelt sind, ist die Luft heiß und trocken und enthält das Element Feuer. Hier erleben wir himmlische Phänomene. Auf der einen Seite haben wir den Wasserkreislauf mit den Wetterphänomenen in einem Bereich, während wir in höheren Bereichen den Dampfkreislauf mit himmlischen Phänomenen wie Kometen, Meteoriten, Explosionen, Erblindungen, Sternschnuppen, schwarzen Explosionen, dem Band der Galaxie am galaktischen Äquator und den Nordlichtern haben. Diese Ereignisse finden alle in den oberen Schichten der Ionosphäre statt. Im oberen Teil der sublunaren Region, wie im dritten Abschnitt ausführlich besprochen. Diese Dämpfe werden entweder durch natürliche oder menschengemachte Faktoren von der Erde ausgestoßen. Sie werden in feuchte Dämpfe unterteilt, wenn es um Wasser und den Wasserkreislauf geht, und in trockene Dämpfe, wenn es um Dämpfe von brennbaren Materialien wie Benzin, Öl und so weiter geht. Diese trockenen Dämpfe machen einen großen Kreislauf, den Kreislauf der in Klammern trockenen Dämpfe, wenn sie die Grenzen des sublunaren Ortes mit dem Äther erreichen. Doch sie machen nicht nur diesen Kreislauf, sondern verdunsten auch nicht die ganze Zeit. Der Atem der Erde. Die Winde, die unten wehen, und die Dämpfe, die durch den Boden an die Oberfläche der Erde gelangen, werden direkt von Veränderungen des elektromagnetischen Feldes beeinflusst. Diese Veränderungen wirken auf den Luftdruck und die Temperatur ein, ähnlich wie es beim Wasser im Falle der Gezeiten geschieht, wie ausführlich im Buch 4 besprochen. Ihre Richtung ändert sich gelegentlich mal nach oben und mal nach unten, da die poröse Erde unterirdische Hohlräume besitzt und durch Phasenwechsel in der Luft die Erdoberfläche einen Unterdruck erzeugt, vergleichbar mit den Gezeitenphänomenen bei den Gewässern. Ausatemphase. Bei niedrigem atmosphärischen Druck erfolgt die Verdunstung von Wasserdampf und Dämpfen nach oben in Richtung der Troposphäre, wenn es Wasserdampf ist, oder in Richtung der Ionosphäre, wenn es Gase von brennbaren Materialien sind. Einatemphase. Bei hohem atmosphärischen Druck erfolgt die Verdunstung von trockenen und feuchten Dämpfen, Wasserdampf und Dämpfen von brennbaren Materialien nach unten in Richtung des Untergrunds. Der unterirdische Zyklus der Dämpfe. Der unterirdische Zyklus der Dämpfe, den wir im vorgehenden Abschnitt besprochen haben, ähnelt dem bekannten Wasserkreislauf und durchläuft ebenfalls einen unterirdischen Kreislauf, sei es für trockene oder feuchte Dämpfe. Dämpfe entstehen üblicherweise bei Sonnenstrahlung und allgemeiner Wärme, während sie in der Nacht und in einer kühlen Umgebung scheinbar ruhen. Tatsächlich enden sie aber nicht, sondern ändern ihre Richtung und dringen unter die Erde. Hier im Bild sehen wir 1 bis 4. 1. Bei hohem atmosphärischen Druck richten sich die Winde und jegliche Verdunstung nach unten, während wir uns in der Einatemphase befinden, also Punkt 1 des Kreislaufs des unterirdischen Zyklus der Dämpfe. Punkt 2. Dämpfe von der Erdoberfläche strömen durch die Poren des Bodens in das Innere der Erde. Punkt 3. Aufgrund des Unterdrucks werden die Dämpfe vom Boden in den Untergrund gelenkt, wo sie unter Druck in Gruben konzentriert werden. Punkt 4. Die Dämpfe sind nun in den unterirdischen Gruben konzentriert und bilden abhängig von ihrer Zusammensetzung und Dichte eine ungesättigte Mischung unter Druck. Punkt 5.
In Fällen, in denen die Mischung gesättigt wird, kommt es zu einer starken Explosion und Entzündung des Dampfes oder Gasdampfes bei enormem Druck und Temperatur. Sechstens. Nachdem die Gase explodiert und sich ausgedehnt haben, strömen sie zuerst aus den Ausgängen von der Erde zur Erdoberfläche, gefolgt von geschmolzenem Untergrundmaterial, Lava, wenn die Explosion von trockenen Dämpfen herrührte, oder von Wasser, wenn die Verdunstungen flüssig waren. Punkt 7. Bei einer starken Explosion kommt es zu einem Einsturz der unterirdischen Gruben und einer Störung, die sich nach oben überträgt und auf dem Boden als Erdbeben zu spüren sind. Ja, das zu den Dämpfen und wie die Erdbeben und die Vulkanausbrüche entstehen. Die haben mit dem Druck der Erde, mit dem Atmosphärendruck zu tun. Die Einatemphase bringt sozusagen die Gase und Materialien in den Boden. Und bei der Ausatemphase bringt es diese Materialien und Dämpfe nach oben Richtung Äther. Das ist einfach gesagt der Atem der Erde, und die Untergrundzyklen ähnlich, so wie wir es kennen, nur eine andere Voraussetzung bzw. andere Gründe. Wenn diese Dämpfe und Gase in die Erde übertragen werden oder eingesogen werden, wenn man so will, oder reingedrückt werden durch den Atmosphärendruck, dann entstehen diese Kammern, wie wir sie kennen. Und bei einer Explosion entsteht Hitze. Durch die Hitze schmilzt Material zu Lava, kommt an die Oberfläche. Deswegen hat man auch erst einen Knall und dann die Lava, die sprudelt. Genauso bei Erdbeben, wenn eine Untergrundgrube einstürzt bzw. ein großer Bereich dort zerfällt, dann sind diese Verwacklungen bis nach oben zu spüren. Und das macht auch in dem Falle Sinn, denn kleinere Gruben, kleinere Erdbeben, größere Gruben, größere Erdbeben, und genauso bei den Vulkanen. Ja, wieder was gelernt, was sehr Interessantes. Ich bin begeistert von dem Buch, und wir werden uns in den nächsten Folgen auch wieder interessante Sachen anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut mal in die Videobeschreibung, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr Lust habt, das freut mich ganz besonders. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis bald.